Hallo zusammen, ich heiße Martin, bin 25 und komme aus der Ostschweiz. Ich habe seit 5 Jahren Colitis ulcerosa. Das ist eine chronische Darmkrankheit, die mein Leben lang beeinträchtigt im Alltag. So, jetzt darfst du einmal 24 Stunden in meinen Schuhen rumlaufen. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Leider habe ich hier keine Rosen. Okay. Aber dafür in der Shoes Bag. Danke. Wo du brauchen kannst für die ganze Challenge. Mhm. Plus kommst du noch von mir das Handy über. Mhm. Darauf kommst du das SMS mit den Aufgaben über. Wie und was du genau musst machen. Ist alles erklärt. Okay, da bin ich echt gespannt. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, auf was ich mich da eingeladen habe, aber ich mache es sehr gerne. Und wenn es hilft, umso besser. Bin gespannt und würde sagen, wir sehen uns morgen. Genau, sehen wir uns morgen. Super. Good luck, wie man so schön sagt. Ja. Stefan, hoi. Sorry, dass ich zu spät bin, aber ich mache bei einem Experiment mit und das verlangt vielleicht, dass ich heute noch 2-3 Mal weggehe. Ja. Warte, Hotti. Gehört zum Experiment, gell? Ja, also mach vorwärts, komm. Wow. Das ist weh. Ja, das ist ein Bänderli. Wie wollen wir das jetzt fertig bringen? Jetzt muss ich auch. Ich muss auf die Toilette, komm mal wieder. Nicht dort oben. Warte, oh, fuck, jetzt muss ich irgendwo gehen. Ich muss gehen, sorry. Aber vorwärts, hopp. Fuck. Stefan, es ist Game Over. Es ist passiert und genau. Was jetzt muss ich absagen. Ich kenne frische Hosen. Ja, klar. Wird ja. Ein schwierig, Scheiße, oder? Ja. Aber das ist. Ja, viel Spaß mit dem Kunden erklären. Nicht mein Problem. Fehlen mir die Worte, aber ja, danke. Danke gleich, ja. Schönen Tag. So, jetzt sind die 24 Stunden vorbei. Du hast können da leben, wo ich das Leben lang habe. Mal in meinen Schuhen sein, mit dieser Krankheit, mit dieser chronischen Darmkrankheit. Wie war es für dich? Also erstmal, ich habe es sehr gerne gemacht. Das war eine sehr spezielle Erfahrung. Ich muss sagen, es war alles andere als einfach. Es war stressig. In gewissen Situationen bin ich wirklich an mein Limit gekommen. Ich habe einfach gedacht, hey, am liebsten würde ich es jetzt einfach weglegen. Was war für dich das Schlimmste? Also es gab mehrere Sachen gerne, natürlich. Aber das Schlimmste, was ich erlebt habe in den letzten 24 Stunden, war das Fotoshooting, das ich abbrechen musste. Weil ich quasi einen Unfall hatte. Und dann waren natürlich die Kleider, die ich anhatte, hatte, verdreckt. Und in meinem Job ist es ja so, dass ich Musterteile, da gibt es nicht 2, 3, dann ja, kommst du natürlich nicht so gut ab im Team und musst quasi das Ganze abbrechen. Und das war ungünstig gewesen und das war für mich so die schlimmste Situation. Es ist auch irgendwo peinlich, es ist, ja, du musst es gegen raus tragen. Wenn du Leute hast, die nicht so sensibel sind oder nicht so, ich soll sagen, so Empathie haben, dann
ja, kommt das, tut auch weh. Ich denke, es tut auch weh, wenn die Leute mit dir dementsprechend umgehen und nicht so Verständnis haben für das. Was würdest du den Leuten, die die Krankheit nicht haben, die es nicht kennen, was würdest du ihnen auf den Weg mitgeben? Oder was heißt also ich würde allgemein das ganze Thema einfach gegen raustragen und mehr, dass man mehr darüber redet, dass man offener mit dem umgeht. Das finde ich sehr wichtig, weil es ist eine Krankheit, aber es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nichts Grausiges oder man muss sich nicht schämen. Und das finde ich, das ist wichtig, oder? Dass man das wirklich gegen raus so dreht und dass man da, für dich wie für uns, dass man einfach da sensibel miteinander umgeht. Ja. Sich tut, einfühlen in die Person, oder? Ja. Oh, super, dann danke ich dir vielmals, dass du das gemacht hast, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder einmal. Hoffentlich. Mach's gut. Danke, Martin. Ciao. Tschüss.